Das Internet. Ohne Verbindung geht nichts mehr. Ob in privater Nutzung, gewerblicher oder für Informationszwecke, wir surfen jeden Tag. In Städten oder dicht besiedelten Gegenden wurde in den letzten Jahren vieles für eine gute Verbindung getan. Doch in ländlichen Gegenden zeigen sich immer mehr Probleme, wie in Wehna, einer Kleinstadt des Landkreises Leer. Eine Versammlung wurde einberufen. Bürgermeister, Einwohner und Unternehmer wollten über ihr Anliegen diskutieren. Ja, unser Anliegen ist eigentlich, dass wir eine Gärtnereisiedlung in Halte sind. Es ist außerhalb von Wehna. Wir sind 28 Unternehmer da. Und wir haben alle dasselbe Problem, dass wir an die Gartenbauzentrale in Papenburg angeschlossen sind. Papenburg und Umgebung ist übrigens das größte Gurkenanbaugebiet von Deutschland und Kräuteranbaugebiet. Und wir bekommen unsere Aufträge übers Internet. Sprich, die Aufträge werden in Papenburg eingegeben und wir kriegen eine SMS und müssen die Aufträge abholen. Wir sind vor einer Woche zwei Tage vom Internet abgeschnitten gewesen und können dann keine Aufträge bekommen. Das heißt, meine Leute haben keine Arbeit. Die Ware steht da und das ist ein Zustand, der geht einfach nicht. Scharfe Kritik an die Anbieter, Lösungssuche bei der Bundesnetzagentur. Am runden Tisch saß der Präsident persönlich und notierte die Anliegen der Bürger. Ja, ich kenne natürlich viele dieser Themen und weiß, dass diese Fragen kommen. Ich bin froh, dass die Netzagentur nicht hier in erster Linie derjenige ist, der kritisiert wird. Wir sind da so irgendwie dazwischen. Aber das sind unheimlich spannende Fragen. Und ich habe diesen Tag also so erlebt, dass für mich das extrem wichtig ist, einfach vor Ort die konkreten Probleme auch kennenzulernen ein Stück weit. Und Sie können sich vorstellen, wenn man in Bonn in einer Agentur oder auch Behörde sitzt, dann bekommt man zwar vieles mit, aber immer nur auf dem Papier. Und das hier sehr konkret zu hören, die Probleme zu hören, aber auch zu hören, die Bereitschaft hier etwa der Bürgermeister dann auch selber aktiv zu werden beim Breitbandausbau, auch mit eigenen Mitteln einzusteigen, das fand ich interessant und das nehme ich auch gerne mit nach Bonn. Die flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen und der Ausbau von Netzen der nächsten Generation sind wichtige Voraussetzungen, damit Betriebe wettbewerbsfähig bleiben. Ich konzidiere, dass die EWE-TEL GmbH an der Stelle sehr viel vorgelegt hat für das Land. Dafür bin ich auch dankbar. Und natürlich noch mehr gemacht werden könnte oder müsste. Da gibt es aber auch Herausforderungen an die Bürgerinnen und Bürger. Es bringt nichts zu sagen, ich will unbedingt Internet und wenn es dann darum geht, einen Vertrag zu schließen, zu sagen, ach nee, jetzt gerade doch nicht. Und dass es sich nicht lohnt, jetzt nur für gegebenenfalls ein oder zwei Häuser Anschlüsse zu legen, ist auch nachvollziehbar. Aber es geht auch darum, wie man gegebenenfalls durch die Politik oder durch die Bundesnetzagentur die Rahmenbedingungen so schafft, dass es für Wettbewerber interessanter wird, in den Markt zu gehen. Wettbewerb, das heißt in diesem Fall Telekom gegen die EWE-TEL GmbH. PowerPoint-Präsentationen zeigten, was sie als Anbieter schon geleistet haben und noch in Zukunft vorhaben. Viele weiße Flecken sind auf der Karte zu sehen. Die Pläne für den Ausbau sind gemacht. Die Umsetzung muss folgen. Nein, wir orientieren uns natürlich an der Wirtschaftlichkeit und wir tun alles, um wirtschaftliche, attraktive Angebote machen zu können. Dazu gehört, dass wir den Kunden fragen, wo möchtest du Breitband? Dass wir die Nachfrage des Kunden auch ein bisschen stimulieren, dass wir den Appetit wecken über unser Breitbandportal, wo der Kunde eben nachschauen kann. Wo gibt es Breitband? Wo kann ich Breitband bekommen, wenn ich genügend Interessenten sammle und vielleicht meinen Nachbarn auch noch Bescheid sage? Das hängt ganz von der individuellen Situation ab. Es kommt eben immer darauf an, wie teuer ist die Anbindung eines Gebietes. Das ist davon abhängig, wie lange man, wie weit man graben muss, wie die Oberflächenbeschaffenheit ist. Es gibt ganz verschiedene Faktoren. Manchmal reichen wenige Kunden, manchmal sind mehr Kunden erforderlich. Der runde Tisch in Wehna. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Die Fragen wurden beantwortet, die Probleme ausgesprochen. Jetzt müssen die Pläne umgesetzt werden, damit wir privat, gewerblich oder für Informationszwecke jeden Tag surfen können.